Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, dann müssen wir einmal der Hexe einen Besuch abstatten und mal mit ihr reden, ob sie denn das schlaue Köpfchen, das ich mir um den Arsch gebunden habe, wiederbeleben kann. Hey, ich dachte, ich komme da rein. Komme ich auch. Nur nicht gesehen, dass ich Space hab drücken müssen. So. Oh, Runen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Ja. Ich frag mich, warum. Sind doch schon nette Gesellen. So. Mensch, bin ich gut im Klettern. Da, und sieht das hier gut aus? Ja, du darfst hier erstmal vorlesen. Hallo? Anscheinend noch nicht freigeschalten. Bisschen was können wir natürlich zerstören. Oh. Ein Kristall. Können wir jetzt doch gleich was markieren, vorlesen, was auch immer. So, Atreus, ich stopfe das hier kurz rein. Und dann darfst du mal drauf feuern. Ja, ich mache das immer gut. So, dann lies mal. Interessant. Was ist interessant? Du fügst es nur wieder zur Datenbank hinzu, oder nicht? Es macht den Anschein. Na gut, das wäre mal irgendwann mal. Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Ja, ist auch ein passender Name für so eine Baumhausschildkröte. Mach dich bereit! Oh, das ist aber ein cooler Gegner. Und gleich ein ziemlich toter Gegner. Sag ich doch. Und der andere hat daneben gehauen. Obwohl ich so verwundbar war. Wieso greift ihr mich an? Was habe ich euch getan? Wieso hilft mir die Schildkröte nicht? Vorsicht, hinter dir! Ich bin nur vorsichtig. Ah, da war tatsächlich direkt einer hinter mir. Danke für die Warnung, mein Junge. Und wieso sind da noch mehr? So, tschüss. Du bist der Letzte. So fühlt sich's auch an. So. Ich sehe Fortschritte. Ja, ich auch. Lies mal vor, Junge. Komm schon, Trigger. Kannst du das lesen? Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Wer ist denn der Rabengott? Ist das Odin? Odin hat doch so einen Raben, oder? Da kommt mein gemischtes Walheim-Wissen jetzt wieder. Hey, Junge, eine Sandschale. Weiß doch bestimmt, was man damit machen muss. Was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Vögel. Gib mal Vögel ein. Denkst du nach? Siehst du so aus, wenn du nachdenkst? Dann muss ich was nachdenken. Diese Runen auf dem Stein. Da steht überhaupt nichts. Es ist Unsinn. Aha. Und hier ist es auch Unsinn. Das ist ganz eindeutig ein P. PX, irgendwas komisches. Gesundheit. Ein R. Hast du es nicht rausbekommen? Falkenhase, Lüfte. Na gut, dann gehen wir gleich zur Hexe, aber einmal noch hier hoch. Oder kommen wir ursprünglich von hier runter? Die Antwort bestimmt hier irgendwo. Okay, er denkt noch nach, aber bei der Kiste war ich auf jeden Fall. Mach dich bereit, Junge! Wie gefällt dir das? Nicht sehr gut. Ich würde sagen, das gefällt ihm nicht sehr gut, mein Junge. Ich bin bereit. Ich auch. Ja. Daneben. Daneben. Komm schon. Oh.
Ja, wieso denn nicht? Was passiert denn gerade mit der Axt? Oh! Ja, ich merk's. Wie ist das passiert? Ich hab die doch einfach nur platt gemacht. Wieso habe ich jetzt wieder so wenig Leben? Obwohl, war mal hier schon. Vielleicht ist die einfach noch nicht aktiviert gewesen. Boah. Na gut. Unten waren Health-Items. Und unten ist eh die Hexe. Das heißt, wenn wir nachher hier hin müssen, sehen wir es ja eh. Ist leicht gehangen. Warum auch immer. So. Jetzt geht's mir besser. So. Ab zur Hexe. Freundlich klopfen. Nee, wir treten einfach Vater, ein. Sie ist hier. Das ist doch unfreundlich. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Nein. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Warum? Meine guten Pfeile. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. Oh. So. Wie war das mit dem Kopf? Ja. Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Ja. Bitte. Ich habe einen Videobeweis. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Ja, dann wird es Zeit, mal wieder damit anzufangen. Jetzt geht's um was. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schön, dass du das Schöner erkennst. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hast du ihm gerade Maden zum Essen gegeben? Lass nicht los. Tu es. Bisschen Waterboarding. Ja. Müssen noch genügt. Paar Worte sagen? Es hat geklappt. Sieht ein bisschen aus wie die Parasiten in Baldur's Gate. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Oh. Hallo Freya, eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet's auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Ja, damit komme ich klar. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Ich mag keine Götter anscheinend. Oh je, da bin ich Sauerkraut. Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich?
Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungand würde lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Das ist gut zu wissen. So, wir haben aber noch Nebenquests und ich denke, hier oben kommen wir zumindest hin irgendwie. Na, vielleicht sollte ich es auch nicht riskieren. Na, wir riskieren es erstmal nicht. Geh mal hier runter. Vielleicht nachher, wenn wir eine Schnellreise oder so haben. Und den Kopf am Arsch los sind. Ja. Ach, das dauert. Kann ich nicht einfach den Seilmechanismus jetzt zerstören? Nach oben will ich ja garantiert nicht mehr. So. Zum Horn der Schlange gehen. Kann ich dann nicht einfach ins Geschäft zwischenreisen und dann nochmal ein Boot klauen? Doch. Das sieht doch richtig aus. Gut, da wollen wir hin. Bestätigen. Ja. Ah, doch noch wieder eine Baumwanderung. Dachte, es geht instant. Warum hat Freya dich angespuckt? Nein. Erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Er nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen, Zauber? Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzuwachen. Na gut, lass dir Zeit. War kaputt? Mimir ist ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Vom Hals abwärts zu nichts zu gebrauchen. Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Yay, das Horn! Ich erinnere mich. Ich hätte vorhin schon reingeblasen. Aber mein Charakter hat mich nicht gelassen. So. Hoch mit uns. Hoch mit uns. So. Hoffentlich hat die was Gutes zu sagen. Na gut. Ich puste. Hallo, ich brauche ein paar Schuppen von dir für ein Crafting-Rezept. Hi. Willst du Mimir auch bespucken? Warum tut sie das? Odin errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Hey, gut. Dann also übersetzt gut, mal. Mit Glück. Ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnert sich. Weil ja, schön. Nein, falsche. Martinio. Ich glaube, er hat's nicht mehr so drauf. Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen.
ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Aha. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Ja. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das, sie dachte, ich hätte gesagt, ihr wärt Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Na, ein Glück hast du das Missverständnis ausräumen können. Hey, seht mal, das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Na gut. Dann ab nach unten. Ja. Story macht echt Spaß, muss ich sagen, im Moment. Gefällt mir relativ gut. So. Dann wollen wir mal wieder unter die Bootsfahrer gehen. Oh, Fischis. Alles voller Fischis. Können wir da eigentlich rein? Ging es da weiter? Boote wird es ja hier irgendwo unten geben. Aber was war da drin? Achso. Die Weltenreisekammer. Ja, wollen wir gerade nicht hin. So. Ab zu den Booten. Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Ja, mir auch. So. Da ist hier ein Boot. Du willst dich umsehen. Na gut, was können wir denn hier machen? Wir können uns ja mal... Unter der Brücke durch. Rudere bis zu den Statuen der Ruderer. Und dann zwischen ihnen hindurch. Kannst du das nochmal wiederholen oder markieren? So, hier ist aber ein Questziel in der Nähe. Zumindest von einem Nebending. Achso, so viel zu in der Nähe. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Hier kommen wir auch nicht hin. Hier kommen wir vielleicht hin. Offene Angelegenheiten. So, wo sind denn die Hauptmissionspunkte? Wieso sehe ich die gerade nicht? Oder sind das die da? Nö, das ist nur ein Laden. Das bringt mich nicht weiter. Ach, da ist die Brücke, wo ich hin muss. Habe ich irgendwie... Nee, Zusammenfassung wollte ich nicht. Na gut. Habe ich irgendwie... Der magische Meißel oder... Wilde Geister, offene, die Welt des Feuers, Weltfreischaltung, Fafnirs Hort. Ja, das waren ja die Nebenmissionen, die ich gerade beäugt habe. Aber die eine können wir vielleicht hier, die offene Angelegenheiten finden wir vielleicht. Muss nur schauen, wo wir da lang müssen. Hart 180 Grad Drehung. Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Warst du eine Labertasche? Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Warnen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Was Asen. Was haben wir hier gemacht? Doch die Warnen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden. Der Ketau, er begann, okay. Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Dauerhaft um 2 erhöht wird meine Stärke. Doch schließlich das ist doch schön. Zu, seine tödlichste Gegnerin hier ist nochmal Gold. Eine gewisse Warnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Warnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Schon Junge. Natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Vitalität um 2 nach oben. Wunderbar. Und das dauerhaft. Ah, ich mag diese Yggdrasil-Früchte. Junge.
Ich brauch mir Zorn. Runenkraft um 2 erhöht. Na gut, das ist auch nicht schlecht. So, hier war man noch nicht. Dann wollen wir mal sehen, wo wir hier auf den Putz hauen können. Oh, das sieht aus wie ein Viech. Das ist ein Viech. Welches Level hast du denn? Achso, das ist so eine Steinfruchtbestie wieder. Du bist doch gemeingefährlich zu erlegen. War's das schon? Na, nee, das war's noch nicht. Okay. Du hast hier einen ordentlichen Lebensbalken. Au. Okay, das war's tatsächlich so gut wie schon. Also der hat hier nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Ja. Und so viel schöner Loot. Schieß doch mal selber, Pfeile. Ich muss das automatisieren. Feuersiegel der Konzentration. Seltener Zauber. Ach, Resistenz gegen Brandschaden. Schade. Ich dachte, ich mache mehr Brandschaden. So, her mit dem Hacksilber. Und ja, nicht wieder von Toten angefallen werden. So, da können wir auch was zum Explodieren bringen. Was war denn hier drin? Nix. Na gut. Weiß man's. Junge, was zum Lesen. Das Junge. Tut meinem Gehirn so weh. Das darfst du dann machen. Noch eine Schatzkarte. Gern geschehen. Komm ich hier hoch? Nö. Dachte, ich hätte das zerstören können. Vielleicht kann ich es zerstören. Nein. Ein ganz klares Nein. Gut, dann weiß ich leider nicht, wie wir hier weiterkommen. Dann können wir wieder in See stechen. So. Vielleicht findet man noch so eine Yggdrasil-Perle. Wäre ja gar nicht so schlecht. Ich mag Status-Modifier. Und Freya als Pass unvorstellbar. Da ist schon wieder so ein Portal. Das letzte hat mich sofort getötet. Nicht, wenn wir laufen. Was da rauskam. Uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später. Giftwölfe. Giftwölfe der 4. Stufe. So macht ihr denn immer Schaden? Wäre mir viel lieber, wenn ihr keinen Schaden macht. So, weil ich vergiftet bin. Na gut. Entfernt macht das Sinn. So. Wer bist du? Ach. Weltenstaub, legendär. Formlose Substanz, die in Weltenrissen gefunden wurde. Damit können Eigenschaften verschiedener Talismane verbessert werden. Oh. Und muss ich hier noch irgendwas machen mit dem? Keine Ahnung. Das können wir auch vom Boot aus machen. Und zurück in sie. So. Da ist ja noch so eine Frucht. Komm schon. Papa braucht wieder Stärke. Der Rest ist zwar auch ganz nett, aber Stärke ist schon nice. Dankeschön. Du sagtest, Liebe und Hass Vitalität. Sein Miteinander. Verflochten, ja. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgi. Eine von Odins großen Lieben. Thors halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgin fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten. Und als der Krieg mit den Wanen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Wir machen später weiter. Ja, das finde ich aber auch richtig so. Komm schon. Junge, die tote Hexe erschießen. Die Halbtote. Ich mag diese Betäubungspfeile.
Sehr gut, Junge. Junge, du bist klasse. So. Der Loot gehört natürlich nur mir, aber du kannst ja dann, kriegst eventuell auch mal wieder was. So, ich glaube, hier muss ich, die Teile reagieren sehr allergisch auf Explosionen. Ich kann ja nichts zum Explodieren bringen von mir alleine. Odins Augen. Ah, die grün leuchtenden Raben sind tatsächlich von Odin gesteuert. Interessant. Dachte, den war einfach ein bisschen schlecht. Oh, wo muss ich da schon wieder hinziehen? Ah. So. Einmal an die Kiste. Hier mit dem schönen Zeug. Hier mit dem schönen Zeug. Und dann können wir hier noch hoch. Was auch immer das bringen mag. Vielleicht wieder eine Sandschale oder sonstige schöne Sachen. Geister, die Hilfe brauchen. Genau, hier ist schon wieder so ein Scheiß, mit dem ich nichts anfangen kann, weil ich nichts zum Explodieren bringen kann, so wirklich. Ja, Vater. Was ist denn das? Ach, noch eine Schatzkarte, Schriftrolle, was auch immer. Ich glaube, die Schatzkarte führt dann direkt da hinten hin. Gut, das kommt ins Tagebuch. Na ja, gut. Und wir haben echt gerade keine Möglichkeit, hier das zum... Na, komm schon. Ja. Ah, da ist doch eine. Okay, wir kommen vorbei. Wäre mal vielleicht dann beim anderen auch. Ich brauche einen höheren Punkt. Brauche einen Punkt, der leicht höher ist. Also da ist definitiv was. Achso, hier ist ja der höhere Punkt. Das macht Sinn. Aber auch hier fällt es mir schwer, da durchzusehen. Weil ich sehe das Flambiermonster da drin. Aber wie komme ich da ran? Der will sich ja nicht mal ein bisschen strecken. Komm schon. Junge. Ziel. Ja, Mist. Ich glaube, von dieser Seite keine Chance. Gehen wir mal darüber. Hui. Ja, ich heb's doch auf. Haben wir von hier eine Chance? Nee, auch keine Sicht. Echt schwierig. So. Das da treffe ich wieder. Mit genügend Versuchen. Und was kann ich hier machen? Ach, ich kann hochgehen. Ja, aber nicht bevor hier gelootet ist. Ja, mit dem Choi. Und was haben wir bekommen? Stahl und Weltenschlangenschuppen. 3 Stück. Ein Glück, ich dachte, das Ding müsste man häuten. Oder bekämpfen. Aktuell wäre das wohl nichts für mich. So. Da geht es natürlich auch noch hoch. Mal hier irgendwie Blick auf ein Fass. Da hinten ist auch ein Portal. Interessant. Falls wir jetzt schnell unsere Schätze verkaufen wollen. Schätze ich mal. So. Oh, hier sind wieder Geister. Wie ich rief. Sehr gut, das war Nummer 1 und... Mist, ich sehe es immer noch nicht. Und da ist noch so ein Teil. Ich will doch nur hier dieses eine... Achso, vielleicht hier durch dann. Wo ist denn das Ölfass? Wo ist denn das Ölfass? Na gut, wir müssen eh erst den Geistern retten. Helfen. Da ist das Ölfass. Und... Achso, wir kommen dann direkt auf die andere Seite. Na gut. So, schöne Mann, dann hilf mal dem Geist. Oder haben wir dem geholfen? Achso, die leuchtet schon. Ich schätze mal, hier war man schon. Nur jetzt sehen wir deutlich mehr von den Inseln. So, einmal geöffnet. Ja, stell dich nicht so an. Du bist doch ein ganz starker hier.
Ymirs Atem. Achsknauf selten. Geringe Bonusaktivierungschance auf eine Frostexplosion bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Oh. So, einmal Kette nach unten. Nein, nein, nein. Oben bleiben. Oben bleiben. So, das ist schon mal zerstört. Je nachdem, wann wir das brauchen werden. So. Randa und Randa. Na gut. Hat noch jemand was zu sagen? Da war eine Kröte. Ich glaube nicht. Sind hier fertig. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir volles Karacho in das Fass da können. Und dann, wo denn der richtige Weg ist. Immer noch da, ne? Mensch, ich werde ja leicht abgelenkt. Ja, das zeugt davon, dass es ein spaßiges Spiel ist. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Wie war's, als Odin und Freya heirateten? Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich. Er schien sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Ich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen. Und sie zeigte ihm ihre Warnenmagie, noch etwas, was er bereuen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Warnenmagie ließ ihn neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbnis erreichen. Ja, sehr gut. Das ist genau das, was Papa gebraucht hat. So, jetzt sind wir wirklich am Ort einer Nebenquest mal angekommen. Ich glaube, die erste, die wir machen. Hey, Sohnemann, verschieb mich nicht. Oh je, schon wieder so. Also. Mit Tentakeln komme ich klar. Dachte schon, das wäre wieder was, wo wir keine Fähigkeit für haben. So. Ist es hier ein Rätsel, ein kompliziertes Rätselsystem, das mich da erwartet? Jetzt mal. Ja. Ich schätze richtig. So, wie treffe ich denn jetzt drei auf einmal? Ah, so. Sehr gut. Und was ist da oben? Ja. Nix, was meine Axt gerade anfertigen kann. Okay. Wir haben es auf jeden Fall schon mal beseitigt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon geskillt genug dafür sind, um hier arg viel weiterzukommen. Das müssen wir einfach schauen. Und ab und zu erwische ich den Q-Knopf und dann dreht er sich wie ein Wahnsinniger um und dann erschrecke ich mich. Ne? Gerade macht das nicht mehr. Ja, wir kommen noch ein bisschen hoch. Ist das der Mechanismus dafür, der das Tor aufgehalten hätte? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hier gut mit dem Puma. Oh. Jo, die wurden vernichtet. Kommen wir da nicht geschickt runter? Doch. Geschickt ist so eine Sache, aber wir kommen zumindest runter. So, dann können wir auch das Tor öffnen. Da haben wir nicht immer, falls wir hier nochmal vorbeikommen, das Geschieß. Sein, das resettet sich im Weltgeschehen irgendwie. Würde ich jetzt mal nicht vermuten, aber wer weiß das schon. Wir sind freundlich für den Zukunftsintrovertiert, der hier eventuell nochmal lang dackelt und sich ansonsten aufgeregt hätte. Was bist du denn für ein Viech? Bin vorsichtig. Rage-Modus. Ja. Mach auch mal was, Junge. Mach auch mal was. Sehr gut.
Au! Du bist aber ganz schön agil. Ganz schön agil bist du. Axt. Weich doch gerade aus. Au. Okay, du bist auch so ein Viech, das Nebel macht. Ich bin ein Viech, das Gesundheit aufsammelt. Oh, hoffentlich erwacht der Riese nicht zum Leben. Nein, nein, mir geht's gut. Ich habe ein bisschen emotionalen Damage. Dann schock ihn. Wo ist er hin? Da bist du. Wie noch einer. Ich dachte, das ist immer derselbe. Nein, ich schau wieder. Ich nehme die Gesundheit. Ich block eindeutig zu wenig. Ja, ja, ja. Ich hab's gleich. Und ich hab's hoffentlich jetzt. Nein. Die hat sich wieder verdünnisiert. Natürlich halte ich durch. Gibt ja keine Alternative. Hab nichts gesagt. Danke, Atreus. Papa schuldet dir was. Hui. Ja. Aber der Loot. Nein. Eidechse. Eidechsenalarm. Oh, hat die Echse mich dann erledigt bekommen. Ich hab doch Ausweichen gedrückt, aber anscheinend ist das nicht alles. Exis. So. So wird es gemacht. Wieso nicht gleich so? Wieso nicht gleich so? So, hier kriege ich das wahrscheinlich aktuell nicht auf. Wir haben es hier schon zumindest schon mal schön bereinigt. So. Hier damit. Und dann war hier oben noch was zum Studieren für meinen kleinen Sohnemann. Ach, einem Geist können wir hier helfen. Ich glaub, warum nicht? Die auch, oder? Ja, ja. Quake hier. Ja, Geist, was willst du? Den Riesen töten? Oh, immer diese Luftangriffe hier. Bei 3 und Spielangriff. Hey, wieso regenerierst du dich? So haben wir aber nicht gewettet. Erstmal die Echsen erledigen. Nicht bereit. Ist in Ordnung. Ich habe 5 Ziele. Der Arsch regeneriert sich eh. Mist, Mist. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann nur draufhauen. Ja. Ihr, ich muss mit euch sprechen. Ja. Noch ein. Schieß los. Ich kam mit einer Gruppe Händler an diesen See. Wir suchten Schutz vor der Verwüstung. Doch konnten wir wissen, dass es am See der Neuen noch schlimmer war? Weiß ich nicht. Wir können deine Fehler nicht ungeschehen machen. Das weiß ich. Aber ich fürchte um Kapitän und Mannschaft. Ich glaube, sie sind noch unter Wasser.
Sucht ihr sie für mich? Wie soll ich sie unter Wasser suchen? Was du uns im Gegenzug anbieten kannst? Ich kann nur wenig bieten. Oh, na, ich weiß nicht. Wartet! Bei meinem Tod trug ich ein wertvolles Erbstück. Es gehört euch, wenn ihr meine Leute findet. Gut. Danke. Na gut. Das ist tatsächlich einer, der mehr will. Warum haben du und Mutter nie von der Verwüstung erzählt? Ich spreche nicht für deine Mutter. Aber sie war nie meine Sorge. Und deine auch nicht. Und ist es nicht unsere Sorge, wenn alles um uns herum stirbt? Unsere einzige Sorge ist, Jötunheim zu erreichen. Ach ja? Wieso erkunden wir dann all diese Inseln? Ressourcen, die wir finden, verbessern unsere Ausrüstung. Ja. Wenn wir vom Weg abweichen, dann nur, um uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. So und sieht's aus. Das bedeutet, dass wir uns weiter umsehen? Und natürlich. Das hilft uns im längerfristig, Atreus. Ich habe einen Plan. Außerdem ist es so richtig geil zu looten. Ne? Das ist was für Papa. Symbol der List. Ja, Papa hätte lieber Symbol der Lust aufgesammelt. Oh mein Gott, 6 von 9 Galionsfiguren. Bald wird ein Traum wahr. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Gar nicht. Aber eine schlechte Antwort. So, das hat nichts gebracht. Glaub, wir kommen noch nicht weiter. Ich dachte, wir kommen hier in Questnähe nicht so wirklich. Na gut, zu den Booten. Hier müssen wir wohl wann anders nochmal mit bisschen mehr Fähigkeiten zurückkommen. Hui. Boah, das bringt hier auch nichts. Ja, das ist Holz, das ist schön. Von der anderen Seite waren wir auch schon da drin. Können wir gerade nichts machen. So ein Jammer. So ein Jammer. Na gut, ich würde aber schon sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.